Sieht ziemlich einfach aus. Bro! Ich habe sogar Antennen da. Ich habe Kabelfernseher, ich habe Satellitenfernseher, ich habe Internetfernseher, ich kann Kabel 1 gucken in HD. Ah, das war jetzt sehr locker. Also, das war ja wie wenn man ein Kind verschlägt. Lutscher klaut. Das Spiel hat mich verarscht. Das dachte sich. Der denkt, wenn ich das mache, weiß er, dass ich das denke. Aber wenn ich das mache und nicht lache, dann weiß er es nicht. Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu Red Gang Without a Great Name. Kann man da auch die Language umstellen, auf Deutsch sogar. Auf Aufluss geht's. Ladevorgang. Oh. Ein Wissenschaftler baut irgendwas. Einen ausfahrbaren Vogeldildo. Delicious. Er kann fliegen. Das muss man so schwibble. Okay. Sieht ziemlich einfach aus. Bro! Klicke und ziele zum Teleportieren. Oh, das ist ja gerade Mullefrechheit, oder? Kann man dann auch sterben, wenn man irgendwo dagegen fliegt? Da lässt hinter sich immer so einen schwarzen Furz einfach übrig. Zahnräder einsammeln. Alles klar! Kann ich mich auch durch ein Zahnrad durchteleportieren und sammle es trotzdem ein? Nein, es geht nicht. Gut. Also es stand dabei, dass man sehr oft stirbt bei diesem Spiel. Bis jetzt merke ich davon nichts. Nächstes Level. Ah, das war fehlerfrei. Oh, hier regnet's. Das mag ich halt nicht so, ne, wenn es regnet. Bah. Jetzt wird schon so ein bisschen trickiger, ne, weil ich muss ihn ja da durchziehen. Ich mache ihn jetzt wieder hin und her. Ich bin ja nicht blade. Die Musik ist nice. Ah, ah, voll die chillige Musik. Sowas muss in einem Club laufen, verstehst du? Im Club. Mach ich verschickt! Also, bis jetzt Lulli-mäßig. Oh, Spitzenhindernissen ausweichen. Oh, scheiße, ne? Oh, 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 oh. Bis jetzt merke ich überhaupt keine Schwierigkeit. I, da ist Kackwasser. Aber ich merke, es hat es in sich. Also, das kann auf jeden Fall noch schwer werden. Das merke ich hier, das spüre ich. Es hieß, dass dieses Spiel sogar, dass sogar der Charakter und die Kamera gegen dich arbeiten, weil sich die Kamera ja bewegt und der Charakter einfach immer weiterfliegt. Aber bis jetzt Level 3, fehlerfrei, einerlei, Fickerei. Oh, scheiße, oder? Ah, das ist gerade mal ein schlimmer Finger da, ne? Oh, wow, 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 wow. Oh, okay, es hat auf jeden Fall etwas zugelegt an Schwierigkeitsgrad. Fick die Kacke, dude. Oh, okay. Es ist noch nicht schwer, aber es rattert schon. Ich denk mir, shit, gleich legen die mir so krasse Steine in den Weg. Mit Stacheln dran, da werde ich abnibbeln. Aber solange ich in meinem Vogelnestchen hocke, passiert mir nichts. Ich habe sogar Antennen da. Ich habe Kabelfernseher, ich habe Satellitenfernseher, ich habe Internetfernseher, ich kann Kabel 1 gucken in HD. Aber Togolino gibt's ja nicht mehr. Und deswegen hat es auch keinen Sinn, da drin zu bleiben. Ah, yeah. Schwagatron. Ah, wow. Ah, du bist vielleicht ein Grasdackel. Das war nicht meine Schuld. Das lag eindeutig an diesem saublöden Vogel. Das war der blöde Vogel. Der ist so blöd und vogelig. Fuck. Aufgrund dessen, dass man einfach den Vogel ja auch jedes Mal noch anklicken muss und den Strich dann ziehen muss und nicht einfach sofort irgendwo hinklicken kann, hat es schon so eine gewisse Würze im Abgang. Ich möchte bitte hier mitten rein. Oh shit. Was? Flugrichtung ändern. Das finde ich mal eine Frechheit, ne? Oh. Okay. Okay. Oh, ach so. Ach, oh, oh, fuck, zack. Oh, halt. Ah, fuck. Ah, fuck. Ich warte jetzt erstmal hier. So. Und jetzt. Oh, bin ich jetzt krass. Oh, fuck. Warte mal. Er will einfach in seinen Tod fliegen, dieser kleine Vogel. Er will es. Ah, gut. Er stellt sich aber dann... Nee, er stellt sich nicht gerade. Nein, du verst... Okay, komm mal. Geh mal da rein. Haare kurz aus. Und dann... Ja... Ah, ich hab schon drauf. Es geht. Oh mein Gott. Oh mein... Wo bist du? Ja. Oh. Ich muss doch halt manchmal ein bisschen taktisch vorgehen. Sonst geht das nicht. Oh, scheiße. Dreh mich mal bitte in die richtige Richtung. Dankeschön. Ah, das war jetzt sehr locker. Also, das war ja wie wenn man ein Kind verschlägt. Lutscher klaut von dem Kind, das verschlagen wird. Yeah. Wow! Die hab ich nicht gesehen. Oh shit. Oh, fuckly fuck. Man muss ziemlich schnell sein, aber zum Glück bin ich ein CSGO-Ass. Wenn mir das jetzt wieder keiner glaubt, ne? Ich glaub mir es ja selbst nicht. Ich bin nämlich ein Gott. Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Kanarienvogel? Hey, Vögelchen, was war das? Warum bist du eben gestorben? Du sollst hier durch. Das ist so mal eine grandiose Frechheit.
Das Spiel hat mich verarscht. Das dachte sich. Der denkt, wenn ich das mache, weiß er, dass ich das denke. Aber wenn ich das mache und nicht lache, dann weiß er es nicht. Aber nicht mit mir, denn ich bin ein verschissenes Tier. Oh ja, ich warte jetzt nämlich kurz und gehe hier hin und dann hier hin. Aha. Wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Bei uns wird heute, nee, am Sonntag, wird eine Bombe bei uns entschärft. Alter, krass, oder? Ich hab schon ein bisschen Angst, Mann. Ich hab... Du... Da gibt's dann so einen Radius, 500 Meter sind's, glaube ich, eine alte amerikanische Fliegerbombe. Und die Leute müssen da weg. Ich bin gerade so am Rand, ich darf bleiben. Also, wenn's hochgeht, Alter, ich krieg sowas von mit, ne? Aha! Brö. Hör auf, da reinfliegen zu wollen. Das tut dir nicht gut, in solche Stacheln hineinzufliegen. Ich hab's noch im Griff. I got it in the... Ja. Ich bin ein Nachrichtenverschicker, ein krasser Ficker. Boah, ich müsste echt langsam mal meine Rap-Karriere angehen. Ein Level machen wir noch. Ich bin interessiert daran, es einfach mit dem ersten Versuch zu schaffen. Und im Moment trickse ich das Spiel enorm aus. Richtig ungesund. Bro! Ich hab weggelenkt. Zu 1 Milliarde % habe ich hier noch rechtzeitig weggelenkt. Aber nee, der Vogel ist ja querschnittsgelähmt. Sauerei, Sauerei hoch 10, da. Alter Vogel, du fliegst du bitte mal, fliegst du bitte mal mit? Ah, Vogel, oder? Ich bin so behindert heute, das gibt's gar nicht. Ich nehme schon die ganze Zeit Videos auf, Video für Video, nacheinander nehme ich auf. Und ich hoffe, dass es euch gefallen, ja? Drückt einfach eure Gefallen in dem Daumen aus. Mehr kann ich, und in einem Kommentar vielleicht noch, ja? Mehr kann ich von euch einfach nicht verlangen. Ich nehme auch Sex an. Ciao!